In the Age of Chaos, two factions battled for dominance. The Kingdom of Azeroth was a prosperous one. The humans who dwelled there turned the land into a paradise. The Knights of Stormwind and the clerics of Norsha Abbey roamed far and wide, serving the king's people with honor and justice. The well-trained armies of the king maintained a lasting peace for many generations. Then came the Orcish hordes. No one knew where these creatures came from, and none were prepared for the terror that they spawned. Their warriors wielded axe and spear with deadly proficiency, while others rode dark wolves as black as the moonless night. Unimagined were the destructive powers of their evil magics, derived from the fires of the underworld. With an ingenious arsenal of weaponry and powerful magic, these two forces collide in a contest of cunning, intellect, and brute strength, with the victor claiming dominance over the whole of Azeroth. Welcome to the World of Warcraft. Und damit herzlich willkommen, meine Freunde, zu Let's Play Warcraft Orcs and Humans. Dieses Strategiespiel, was 1994 von Blizzard Entertainment entwickelt und veröffentlicht wurde, setzt den Grundstein für eine Rollenspiel- bzw. eine Strategiespielreihe, die bis heute Millionen von Spielern begeistert. Eine so gewaltige Fantasy-Welt, ein so gewaltiges Fantasy-Universum ist in den nachfolgenden 25 Jahren jetzt mittlerweile fast daraus geworden. Und ich bin echt excited, dieses Spiel zu spielen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich verbinde sehr, sehr viel mit der Warcraft-Reihe, wie ihr euch vorstellen könnt. Und außerdem habe ich Warcraft 1 tatsächlich nie gespielt. Ich habe Warcraft 2 damals gespielt, als kleiner Bub, da war ich glaube ich irgendwie 5 oder so. Im Prinzip auch, als es rauskam fast, aber Warcraft 1, da habe ich irgendwie nie die Hände dran gekriegt. Nun ist es an der Zeit, auch dieses Spiel zu spielen und damit die Reihe zu beginnen. Im Prinzip will ich über die Story nicht so viele Worte verlieren. Die sich mit der Warcraft-Geschichte so ein bisschen auskennen werden, wissen, dass es alles im Prinzip zwischen den Konflikt zwischen Orks und Menschen anfing, und zwar auf der Welt Azeroth. Die Orks selbst sind nicht von Azeroth, ich will aber wie gesagt nicht so viel vorne wegnehmen, denn ich weiß nicht, was das Spiel selbst da noch alles erläutern und aufdecken wird. Deswegen würde ich sagen, starten wir einmal das Spiel, einen Singleplayer. Man kann entweder in die Haut der Orks oder der Menschen schlüpfen, wir werden tatsächlich beide Kampagnen durchspielen. Teilweise sollen die wohl recht ähnlich sein, was die Missionsziele und so weiter angeht, aber das ist grundsätzlich egal. Wir werden mit der Menschenkampagne anfangen, das hat auch einen ja, sehr triftigen Grund, den ich allerdings erst später erläutern möchte. Und deswegen würde ich sagen, starten wir als die Menschen von Stormwind und Northshire in diesen Kampf gegen die Orks, die, wie gesagt, von irgendwoher kommen, niemand weiß es so genau. Und mal sehen, ob wir gegen ihre ja, verhängnisvolle Magie und ihre starken Speerkämpfer, Axtkrieger und Wolfsreiter ankommen können. Starten wir! As a test of your abilities, the king has appointed you as regent over a small parcel of land. Since we must keep our armies in the field well supplied, you are to build the town into a farming center of no less than 6 farms. Construction of a barracks for defense is also advised, as our scouts have reported orc patrols in the area. Okay, diese beiden Typen sind offenbar ziemlich wichtig. Und hier sehen wir eine Landkarte des Spiels, auf dem wir uns begeben werden. Und die Level werden immer angezeigt durch solche Flächen. Und wir begeben uns nun direkt in die erste Mission und ja, so sah das früher aus. 1994, kann man sich das vorstellen. Für Spieler, die im Strategiegenre so ein bisschen aufgewachsen sind, die werden hier mit der Steuerung auch wahrscheinlich sehr gut zurechtkommen. Aber für heutige Verhältnisse muss man natürlich auch viele Annehmlichkeiten von modernen Entwicklungen, muss man einfach darauf verzichten. Beispiel. Dieses Spiel kam nach Dune 2 raus. Dune 2 ist ja auch ein Klassiker der Strategie, des RTS-Genres. Und in Dune 2 konnte man beispielsweise nur eine Einheit zur Zeit kommandieren. Und in Warcraft war es tatsächlich möglich, bis zu 4 Units, wow, kann man das fassen, zu selektieren. Mit dieser Multifunktions...
zusammenziehen sozusagen, Multifunktionsauswahl möchte ich es mal nennen. Wir haben jetzt hier am Anfang dieser ersten Mission der Menschenkampagne drei Footmen oder Footman oder wie auch immer, also einfache Fußsoldaten und ein Peasant. Peasants sind unsere Bauarbeiter, unsere Worker, wenn man so will, mit denen wir, wie man es aus StarCraft beispielsweise kennt, eben Ressourcen sammeln wird. Ressourcen gibt es zweierlei in diesem Spiel, einmal Gold und einmal Holz. Und Gold kriegt man aus diesen Goldminen. Und Holz kriegt man eben hier von Wäldern, ne, die auch meistens eigentlich nie recht fern sind. Sehr in der Nähe. Und hier haben wir schon zwei Gebäude. Das ist einmal unser Town Hall, unser Haupthaus und unsere Farm. Unsere Farm wird gebraucht, um später Einheiten bauen zu können, weil es im Prinzip das die maximale Bevölkerung vorausgibt, beziehungsweise festlegt, wie viel wir überhaupt irgendwie an Einheiten produzieren können. Hier sehen wir gerade, wir verbrauchen schon 4 von diesen 5 Food Usage, die wir haben. Und müssen deswegen eigentlich jetzt mal direkt anfangen, eine Farm zu bauen. Wir sehen hier unten, dass wir 300 Holz und 500 Gold dazu benötigen und das sieht ganz gut aus. Interessanterweise kann man hier in Warcraft 1 die Häuser nur im Radius einer Straße bauen. Das erinnert sehr an Anno oder andere Aufbaustrategiespiele. Sobald wir uns hier auch diagonal zu weit weg von einer Straße begeben, können wir das Gebäude nicht mehr platzieren, was eben dargestellt wird durch dieses rote X. Deswegen müssen wir auch Straßen bauen in Warcraft. Das können wir hier von unserem Haupthaus aus. Und wir werden jetzt außerdem noch einen Peasant dazu bauen. Wie gesagt, unsere Arbeiter. Und das ist sehr wichtig, dass wir da einige haben, damit wir auch an unser Goldrohstoff kommen oder eben auch an das Holz. Das ging relativ schnell und wir werden jetzt anfangen, durch das Drücken des Buchstaben H Gold zu harvesten, wie es so schön heißt. Ja, man kann mit der rechten Maustaste hier nicht wirklich steuern, also man kann, wie es in späteren Strategiespielen der Fall ist, nicht durch Rechtsklick eine Einheit zum Bewegen, sondern man muss das tatsächlich über die Hotkeys hier machen. Und deswegen werden wir jetzt auch diesen Peasant mal hier in die Goldmine reinschicken. Jetzt haben wir hier nämlich 2, die da sammeln. Das sollte erstmal ganz gut sein. Wir sehen hier, dass es nur eine begrenzte Anzahl an Gold in dieser Goldmine gibt, wie beispielsweise bei StarCraft auch mit den Mineralienfeldern oder in späteren anderen Strategiespielen. Da gibt es ja wirklich viele Beispiele. Wir sehen hier oben die Minimap. Auch noch ganz interessant, man kann so ein bisschen da umschalten. Wenn ich jetzt auf F6 drücke, dann habe ich hier auf einmal eine Übersicht über die Leute, die ich habe, die Gebäude, die ich gebaut habe, wie viele schon tot sind von unseren Leuten und unseren Gebäuden, also wie viel wir verloren haben und wie viele gegnerische Einheiten und Gebäude wir getötet haben. Dann haben wir hier noch eine Übersicht über das Gold und das Holz, was wir bisher gesammelt haben. Und bei F8, auch sehr wichtig, haben wir nicht nur einen Score, den wir am Ende eines Levels auch immer bekommen, sondern auch unser Missionsziel nochmal. Wir sollen bauen 6 Farm und eine Baracke. Und das werden wir natürlich tun. Jetzt schalte ich mal wieder zurück auf die Minimap. Das hier sind unsere Angriffseinheiten. Die erste, die es in diesem Spiel gibt auf Seiten der Menschen. Und das ist der Footman. Footman, das wäre der Nahrungsmann. Nein, das ist der Footman. Und leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie man hier eine Möglichkeit hat, mehr über die Werte einer Einheit zu bekommen. Also wie viel Leben es hat oder wie viel Schaden es macht oder sowas. Das kann man natürlich nachschlagen irgendwie im Internet, aber ehrlich gesagt will ich das nicht. Ich will da lieber irgendwie gucken, dass ich das so noch im Spiel rauskriege, aber falls es jemand von euch weiß, falls jemand tatsächlich mal dieses Spiel gespielt haben sollte, bitte Bescheid sagen. So, wir werden jetzt erstmal speichern hier in diesem Empty Slop und wir nennen das Ganze Waldes 1. Sehr schön. Ja, unsere beiden Map Advisor, unsere Auftraggeber. Keine Ahnung, wer das übrigens ist. Ich vermute, dass dieser braunhaarige Typ, dieser Soldat, das müsste Anduin Lothar sein. Ein sehr wichtiger Charakter auf Seiten der Menschen hier in diesem ersten Krieg zwischen Orks und Menschen. Der andere könnte Medivh sein. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Eigentlich dachte ich, dass Medivh jünger ist zu diesem Zeitpunkt, aber gut. Wir haben jetzt hier den Fall, dass unsere Goldmine tatsächlich leer ist.
Und deswegen werden wir diese Typen jetzt erstmal auch zum Holzfällen schicken. Während der uns jetzt eine Baracke bauen wird. Und zwar... Na, machen wir das Ganze mal hier direkt neben unsere Town Hall. Außerdem werden wir jetzt losmarschieren mit unseren Kriegern. Yay! Wichtig dabei, der Attackenknopf. Und zwar sehr wichtig. Außerdem kann man noch Map-Positionen festlegen, indem ich jetzt Steuerung und F2 drücke. Und wenn wir jetzt weggehen und ich F2 drücke, dann sind wir wieder genau da, wo ich im Prinzip den Hotkey gesetzt habe. Was ganz cool ist, weil man eben dann Schlüsselpositionen der Map irgendwie einen besonderen Blick drauf haben kann. Blöd ist, dass wir jetzt natürlich überhaupt kein Gold mehr bekommen. Da müssen wir nochmal nachschauen. Ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal mit diesen dreien losziehen. Doof ist auch zum Beispiel, dass man damals noch keine Gruppen setzen konnte. Deswegen müssen wir die Einheiten immer wieder neu selektieren. Und wie gesagt, es sind nur Gruppen von bis zu 4 Einheiten möglich. Oh, da haben wir den ersten Ork. Holy shit. Gut, dass wir unsere Einheiten so gut zusammengesetzt hatten. Es ist auch wirklich wichtig, dass die in so eine Art Verbund gehen, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise durchgelesen. Weil es eben dann einfacher ist, einen herannahenden Feind irgendwie zu besiegen, der dann irgendwo hier auftaucht. Deswegen sollten wir die möglichst nah beieinander lassen. Aber das tun wir ohnehin. Die hacken Holz wie die Bescheuerten. Oh, wir haben hier tatsächlich einen Fluss gefunden. Das ist interessant. Cool auf jeden Fall, einfach mal so die Anfänge zu spielen. Ich finde das immer ganz faszinierend. Wir werden jetzt hier mal eine weitere Farm bauen. Da fehlen uns ja noch ein paar. Und auch du kannst eigentlich eine Farm bauen. Während diese drei noch wieder ein bisschen ausschwärmen werden. Und wir werden uns jetzt nochmal anschauen, ob es hier nicht vielleicht noch irgendwo eine Goldmine oder so gibt. Das wäre tatsächlich ganz nice. Da haben wir ihn hier. Sehr schön. Chipmunk-Stimme. Das hat irgendwas mit der DOS-Box zu tun. Ich weiß nicht, manchmal kann die Sounds irgendwie nicht richtig verarbeiten. Aber das soll der Sache hier keinen Abbruch tun. Jetzt haben wir 4 da fertig. Ich würde mal tatsächlich sagen, dass wir euch nehmen und hier runter schicken, damit ihr nochmal wieder so ein bisschen Gold sammeln könnt. Wie viel haben wir hier drin? 10.200. Alles klar. Was auch noch ganz essentiell ist... Oh, fuck. Sehr gut. Fuck. Ja, also was auch noch ganz essentiell ist, eine Sache auf jeden Fall. Die priorisieren immer Arbeiter als Angriffsziel, die Gegner. Das haben wir eben auch gerade gesehen, obwohl unsere Krieger da ankamen. Und im Prinzip den feindlichen Angreifer stellen wollten oder auch gestellt haben und ihn wirklich attackiert haben. Hat der Grunzer, so heißt die erste Einheit der Orks, sich auf unseren Arbeiter konzentriert. Und das ist tatsächlich so eine Logik der KI. Die greifen priorisiert Arbeiter an. Was auch noch wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich nur ein Haupthaus bauen können. Das heißt, eine Echse zu bauen oder hier jetzt direkt eine Town Hall dran zu setzen, damit der Weg nicht so weit ist, das ging damals noch nicht. Man kann immer nur eine neue Town Hall bauen, wenn die man gerade hat, zerstört ist. Und ich weiß halt nicht, wie teuer die ist. Das müssten wir vielleicht irgendwann später nochmal herausfinden. Um zu gucken, ob es sich überhaupt lohnt, dann diese Town Hall abzureißen und die hier hinten hinzusetzen. Weil wie gesagt, man bekommt so halt viel schneller dann Ressourcen. Als wenn ich hier immer diesen ganzen Weg lang marschieren müsste. Aber ich habe die Spielgeschwindigkeit eigentlich schon hochgestellt. Deswegen ist es alles halb so wild. Also die Einheiten bewegen sich recht schnell. Das ist, glaube ich, die zweitschnellste Konfiguration. Können wir gleich nochmal schauen. Das Scrollen kann ich wirklich nur so machen, wie ich es gerade mache, denn wenn ich das mit der Maus selbst mache, dann ist das viel zu schnell. Oh, ein Fernkämpfer. Spearman. Ich sollte lieber aufhören zu reden, das wird gruselig. Gucken wir mal eben in den Einstellungen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe.
Slowest bei dem Scrollen und Faster bei der Game Speed, also wirklich die zweitschnellste. Wenn ich jetzt hier drücke, wie gesagt, ne, also es springt immer irgendwie über einen Großteil der Map und auch wenn ich mit den Pfeiltasten das mache, wirklich genau kann ich das eigentlich nicht abpassen, wo ich hin will. Und deswegen ist es einfacher für mich jetzt so zu scrollen. Wir können jetzt tatsächlich auch schon unsere nächste Farm bauen. Und damit das Missionsziel abschließen. Ich finde, für ein erstes Level ist die Map hier riesig, wenn man mal überlegt, dass man eigentlich im Prinzip die ganze Zeit nur in seiner Basis hocken kann. Wir können auch einen Footman bauen für 400. Kostet genauso viel wie der Bauer, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Oh yay, you are victorious. Wir haben also die erste Mission des Spiels geschafft. Eine Tutorial-Mission, wenn man so will. Yay! Und das ist also der Siegbildschirm. Rank Corporal, Score 971. 4400 Gold haben wir gesammelt, 2500 Holz. Und wir haben, ja, ein paar Einheiten des Gegners zerstört. Das klingt doch ganz gut. Also, nächste Mission. The orcs around Grand Hamlet are becoming increasingly brazen in their attacks, and our spies inform us that they are amassing a large army to march against the town. The king is sending you, along with a small detachment of troops, to rally the people and defend the town against all opposition. Okay, dann werden wir mal Grand Hamlet verteidigen, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich glaube, der linke ist Anduin Lothar, der rechte Magier, da bin ich mir nicht sicher. Es gibt einige, die das sein könnten. Aber vielleicht finden wir das noch im Laufe des Spiels heraus. So, und da haben wir jetzt die zweite Map. Wir fangen ähnlich an wie beim ersten, wie man sehen kann. Am wichtigsten ist es jetzt erstmal, dass wir auch herausfinden, wo unsere Goldmine ist, die ja irgendwo stecken muss. Yes. Yes. Okay, nein. Yes, my lord. Goldmine. Yes. Yes, my lord. Ja, okay, das geht vom Weg tatsächlich noch, also bauen wir hier direkt mal Peasants. Wir haben eine neue Einheit, und zwar den Bogenschützen. Und der ist sehr, sehr wichtig. Fernkampfeinheiten in diesem Spiel sind einfach stark, vor allem wenn man sie hier so ein bisschen verteidigt und im Verbund nimmt, kann man damit eben noch viel besser die Gegner besiegen. Wir haben hier relativ viel Gold drin, das ist ganz gut. Das heißt, wir müssen nicht sofort hier eine neue Goldmine suchen. Jetzt müssen wir aber schon eine Farm bauen. Das muss man offenbar immer relativ schnell machen. Weil wir eben hier schon 5 von unseren 5 Vorräten verbrauchen. Und wir bauen hier auch mal direkt so ein paar Straßen noch. Dann ist zwar unser restliches Gold weg. Aber das sammeln wir auch schnell wieder ein. Und dann passt das. Ah, die Baugeräusche sind aber die gleichen wie in Warcraft 2, glaube ich. Herrlich. So, was ist denn unser Missionsziel? Defend Town and Destroy Orcs. Okay. Also wir sollen einfach nur unsere Stadt hier, Grand Hamlet ist es ja im Prinzip, verteidigen und die Orcs besiegen. Das werden wir auch tun. Okay, eine Farm bringt also 4. Oh. Sehr gut. Also sie greifen doch auch selbst an. Ich muss sie also nicht immer im Prinzip befehligen. Und gerade, wie man gesehen hat, der Bogenschütze ist ja echt viel wert. Weil er eben sofort angreift. Sofern der Ork dann in seiner Reichweite ist. Und das ist schon mal viel wert. So, ich habe mir sagen lassen, dass 7 Peasants reichen, um eine Basis eigentlich anständig zu betreiben. 4 benutzt man in diesem Fall für die Goldmine. 2 benutzt man dann eben für Lumber, für Holz. Und einer baut halt Sachen. In den meisten Fällen reicht das aus. Und wenn der halt gerade nichts baut, dann kann man ihn auch zum Lumbern schicken. Timber! So, dann bauen wir hier noch einen. Und dann fangen wir jetzt langsam an, unsere anderen Strukturen noch zu bauen. Denn ich weiß nicht, wie lange diese Soldaten hier reichen, die wir haben. Aber ich bin schon mal froh, dass wir jetzt den Archer haben. Auf jeden Fall viel wert. Kann er mal ein bisschen hochgehen und gucken. Wie gesagt, keine Ahnung, wo sich die Orks befinden. Wir haben ja hier immer so schöne Straßen, da ist auch direkt eine Goldmine da vorne. Krass. Okay, das heißt, die werden wahrscheinlich von da oben kommen. Und offenbar gibt es auch keinen Nebel des Krieges.
was auch sehr gut ist. Denn das sorgt dafür, dass wir auch mögliche Angriffe halt frühzeitig erkennen. Ja, hier ist auch nichts. Ziehen wir uns mal zurück und du kannst jetzt im Prinzip, wie gesagt, bauen. Und zwar. Aha. Haben es also abgesehen auf mein Haupthaus, ja. Unsere Arbeiter können auch reparieren, nämlich Town Hall. Geil. Und repariert ist das Ding. Hat ein bisschen Gold und ein bisschen Holz gekostet, das ist immer so, das war aber auch in Warcraft 2 so beispielsweise und in anderen Strategiespielen ist es ja dann auch so, dass es ein bisschen Ressourcen kostet. Wir bauen jetzt noch einen Peasant. Und der wird dann eben, wie gesagt, dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen Holz rankriegen. So. Auf jeden Fall reicht der Feind schön an. Es ist nicht so, als wenn der jetzt total passiv wäre oder so. Your command, my liege. So, du lamberst mir auch mal ein bisschen. Yes. Und dann bauen wir noch einen, was wir nicht können, weil etwas fehlt. Na, genau. Eine Farm. My liege. Dann bauen wir doch mal stattdessen eine Farm, und zwar hier. My lord. Das noch ein bisschen weiter ziehen, dann werden wir hier immer unsere Farm bauen und hier können wir nicht bauen, weil tatsächlich der Archer im Weg ist. Interessant. Sehr interessant. My Lord. Yes. Ich find's auch. Oh. The Orcs are approaching. Yes, my Lord. Ja, jetzt sollten wir aber wirklich so langsam mal anfangen. Einheiten zu bauen, denn wie gesagt, es wird langsam ein bisschen knapp. Ich bin froh, dass wir den Archer haben. Yes. Your command, your will, sire. So, dann schicken wir da noch Harvesten. Sehr gut. 7000 Gold. Gleich ist unsere Goldmine leer. Was haben wir hier oben? Nur 11.000. Verrückt. Ja, dann können wir euch ja jetzt erstmal Harvesten schicken. Ja. Yes, my lord. Und du baust mir gleich eine schöne Baracke. Sehr gut. Dann haben wir dann noch ein neues Gebäude bekommen, wie ich gerade gesehen habe, und zwar Lumber Mill. Also wenn das wie in Warcraft 2 ist, wie gesagt, ich habe ja nur Warcraft 2 gespielt, dann müsste man in eine Lumber Mill auch tatsächlich die Holzvorräte abladen können. Da muss man nicht immer bis zur Town Hall rennen. Das können wir ja ansonsten gleich mal ausprobieren. Dann würde ich sagen, bauen wir die Lumber Mill nämlich mal hier hin. Hier. Ja. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So, jetzt sehen wir hier. Footman. Bauen wir direkt mal. Wir haben ja hier noch ein paar Plätze frei. Und das wird auch auf jeden Fall wichtig. Wir brauchen Soldaten. Wenn wir hier gewinnen wollen. Wahrscheinlich können wir durch die Mill dann eben auch Bogenschützen bauen. Da kommt der nächste Ork. Krasse Reichweite tatsächlich von den Bogenschützen. Und da können wir sie bauen. 450 Gold kosten sie und 50 Lumber, aber das ist aber auf jeden Fall, das ist das wert. My Lord. Okay, es ist nicht wie in Warcraft 2, wie in Warcraft 2 war es wie gesagt so, dass man tatsächlich sein Zeug in dem Sägewerk abladen konnte. Yes, my Lord. Aber halb so wild. Your command. Wir brauchen mehr Bogenschützen. Upgrade Arrow Strength. Also hier können wir unsere Archer auch noch upgraden. Und wie viel, weiß ich nicht. Hier steht nur, dass wir es halt tun können. Und dann würde ich mal davon ausgehen, dass es sinnvoll ist, das zu tun. Machen wir das also mal. Bauen wir hier nochmal eine Farm hin. Hier muss man halt aufpassen, dass man sich nicht komplett zubaut, glaube ich. Yes, yes, my lord. Ihr müsst unsere Leute verteidigen. Was macht ihr denn da? Und schon ist einer gestorben. Ja. Yes. Work completed. So. Yes. Ist es sinnvoll, tatsächlich noch eine
Baracke zu bauen vielleicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das tun sollte. Die haben alles abgeholzt da unten. Verrückt. Wirklich verrückt. Dann werdet ihr jetzt hier weiter harvesten. Holz den Wald ab. So, die sind alle angeschlagen, aber klar, es sind auch die die Nahkämpfer. Die sind dazu da, um den Schaden abzufangen. Das ist ihre Mission. Wir haben noch überhaupt keine Verteidigungsstrukturen oder ähnliches, die wir bauen können. Aktuell ist es halt wirklich nur, dass wir diesen Verbund an Gebäuden und die Straßen bauen können. Aber ich habe mir natürlich auch so ein paar Gameplay-Videos mal angeguckt. Und da war es eben auch so, dass man später einen Wall bauen kann, der dann im Prinzip die eigenen Strukturen auch nochmal schützt und die eigene Basis. Aber ihr habt auch eben wieder gesehen, dass die Gegner im Prinzip voll auf die Arbeiter gehen. Und solche Formationen hier sind in diesem Spiel recht wichtig. So, wir bauen noch eine Baracke, die können wir direkt neben die erste setzen und dann können wir nämlich auch schneller unsere Einheiten produzieren. Wir müssen im Prinzip jetzt mal die Mine sichern. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier speichern und würde mir dann diese ersten vier hier nehmen und die mal vorschicken. So, was haben wir hier? Hier ist wieder ein Fluss. Über die kann man offenbar nicht rüber. Also wenn man so will, eine absolute natürliche Grenze. Die Orks müssen ja irgendwo hier hinten sein. Ah ja. Haben wir hier schon ihre Basis gefunden? Hier ist eine Brücke. Sehr interessant. Wie wäre es denn mal, wenn wir uns hier positionieren? Oh. Okay. Das ist nochmal gut gegangen. Ziehen wir die nochmal zurück und die direkt hier hinter. Ich gehe also davon aus, dass die aus derselben Richtung kommen. Die werden alle von da kommen. Wir haben jetzt mehr als genug Holz. Deswegen, meine Freunde, geht mal hier in die Goldmine rein. Your command. Die ziehen wir auch mal mit hoch. Yes, my lord. Your will, sire.